Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Screencast zu Cozy Track Provisioner. Ich möchte Ihnen in diesem Screencast kurz in knapp die Funktionen und Konzepte hinter dem Produkt vorstellen. Mein Name ist Ulrich Boddenberg und ich bin sozusagen der Erfinder der Cozy Track Produkte und gleichzeitig langjähriger Consultant mit 20 Jahren Erfahrung im Umfeld von SharePoint und Microsoft 365. Zunächst mal zu dem Sinn und Zweck von dem Cozy Track Provisioner Produkt. Es geht um die Erzeugung von Arbeitsräumen, seien es Projekträume, Teamräume, Themenräume, Akten, wie auch immer, aus Vorlagen. Das Ganze soll benutzerinitiiert passieren, also das heißt, der Benutzer drückt auf einen Knopf und der Arbeitsraum entsteht innerhalb von Minuten. Die Probleme mit Bordmitteln, mit denen Sie natürlich auch Websites oder Website-Sammlungen erzeugen können, ist, dass die Erzeugung vor allen Dingen zu unspezifisch ist. Sie haben ein paar Standard-Templates. Selbst wenn Sie andere Templates erstellen würden, wären die wahrscheinlich nicht flexibel und individuell genug. Auch aus Teams heraus hat man die Anforderungen oder die Probleme, dass die Erzeugung einerseits zu unspezifisch ist und das ganze Verfahren wahrscheinlich auch zu offen ist. Da Teams mit dem Teams-Client anzulegen, ist ja sehr einfach. Und viele Kunden erzählen mir, dass also so ein Wildwuchs von Teams entsteht, dass das ein bisschen eingedämmt werden soll, dass es einen kleinen Prozess geben soll, nicht jeder ein Team anlegen können soll. Und da haben wir definitiv auch das Thema, dass wir da drumherum ein bisschen Logik bauen müssen. Und genau in die Richtung zielt der Cozy Track Provisioner. Wenn ich mal die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von dem Produkt kurz vorstellen möchte, sei zu sagen, dass ich 2012, also vor 8 Jahren aus heutiger Sicht, mein erstes Provisioner-Produkt gestartet und begonnen habe. Da ging es im Endeffekt darum, mit SharePoint 2010 auch Arbeitsbereiche anzulegen. Das Ganze hat sich natürlich deutlich weiterentwickelt. Irgendwann kam der Office 365, schräger Microsoft 365 Anforderungsbereich dazu. Viele Kunden hatten tolle Ideen, was man in das Produkt einbauen kann und es ist einfach deutlich gewachsen und ist auch ein bisschen unübersichtlich geworden. Deshalb habe ich 2019 ein großes Refactoring begonnen. Ich muss dazu sagen, dass ich 2019 gedacht hatte, okay, Microsoft wird durch das ganze Teams-Zeug, durch diese ganzen Teams-Mechanismen, das Erzeugen von Arbeitsräumen, von Arbeitsumgebungen selber mit Bordmitteln so perfektioniert haben, dass der Provisioner vielleicht gar nicht notwendig ist oder gar nicht mehr notwendig ist. Ich habe aber festgestellt, auch im Jahr 2019 und sehe das heute auch immer zunehmend, dass die Anforderung, gute kollaborative Bereiche zu erzeugen, eigentlich wichtiger ist als denn je und die ganze Welt wird komplexer und demzufolge müssen auch die Arbeitsräume flexibler gestaltet werden, was mit Bordmitteln einfach nicht oder nicht wirklich gut geht. Der Arbeitstitel hinter meinem großen Refactoring war übrigens auch Information Area Lifecycle Controller. Das Ding heißt zwar immer noch Provisioner, ich habe mich dann gegen den Information Area Lifecycle Controller Namen entschieden, habe da letztendlich aber viele Ideen oder habe das, was der Name ausdrückt, im Grunde genommen aber übernommen. Die Zielsetzungen sind, dass ich auf der einen Seite technisch eine konsistente Anwendungsarchitektur mit dem Refactoring schaffen wollte oder schaffen musste, dann dass das Information Area Lifecycle Controller Thema ich auch da ganz begierig war, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, der von der Erstellung, was also die ureigenste Aufgabe des Provisioners eigentlich ist, über mögliche Umbauarbeiten, die während des Lebensraums, während der Lebenszeit eines Arbeitsraums passieren, bis hin zur Archivierung im Grunde genommen alles abzudecken. Archivierung soll heißen, wenn ein Projekt in einem Projektraum zum Beispiel irgendwann ausgelaufen ist, beendet ist, dann muss es ja wahrscheinlich irgendwie aufgehoben, archiviert werden, 10 Jahre Unverändertheit nachgewiesen werden. Das kann man in Microsoft 365 sehr schön mit Retention Labels machen und ganz genau um diese Dinge kümmert sich der Provisioner auch. Wichtig war mir die einfache Bedienung von dem Produkt und natürlich auch die Integration von Microsoft 365 Funktionalitäten wie Teams oder Retention Labels zum Beispiel. Am 25.04.2020 gab es dann das Release von dem Cozy Track Provisioner, also die Produktform, die wir letztendlich heute auch betrachten werden. Vielleicht eine Anmerkung zum Markennamen Cozy Track. Unter dem Markennamen Cozy Track, das steht für Connect,
Sync und Track, also verbinde, synchronisiere, verfolge, sind im Grunde genommen alle meine Produkte zusammengefasst, die im weiteren Sinne irgendwelche Arbeiten im Hintergrund für Anwender und Administratoren erledigen. Da ist zum Beispiel der Provisioner zu nennen, über den wir heute sprechen, das Migrationswerkzeug QuasiTrack Migrate, das im Grunde genommen von SharePoint nach Microsoft 365, von Microsoft 365 nach Microsoft 365, von SharePoint, vom Dateisystem in SharePoint, von SharePoint ins Dateisystem, also alle Möglichkeiten und Kombinationen migrieren kann. Wir haben einige Konnektoren hier auf der Liste, das ist der Konnektor für das Filesystem, für Mailsystem, CAT steht für Contacts, Appointments, Tasks. Wir haben einen ERP-Konnektor, der auf SAP zielt. So. Und wir haben das Produkt Flex, was im Grunde genommen Frame for Framework ist. Wir haben QuasiTrack Drive, was glaube ich ein hochinteressantes Produkt für viele Kunden ist. Das stellt virtuelle Dateisysteme für Dokumentbibliotheken zur Verfügung. Und wir haben Office DocTrack, der kümmert sich also letztendlich um Verlinkungen von Office-Dokumenten, um Qualitätssicherung von Office-Dokumenten und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch meine Produkte DragPad und Document Factory, die aber nominell nicht zur QuasiTrack-Familie gehören. Wenn wir über das Thema Provisioning sprechen, haben wir immer die Fragestellung, vor der viele Kunden stehen, möchte man das Provisioning wirklich selber machen oder möchte man das dazu kaufen? Wir haben sehen das immer wieder, und das kennen Sie ja wahrscheinlich auch selber, wenn Sie jetzt diesen Screencast zuhören, dass die Erzeugung von individualisierten Arbeitsräumen einerseits großes als auch komplexes Thema ist. Viele Kunden brauchen das, sagen wir, oder eigentlich alle Kunden brauchen das, sagen wir, müssen das irgendwie machen. Und etliche Kunden haben auch angefangen, individuelle Lösungen zu bauen, wo zum Beispiel irgendwie ein Flow läuft oder ein Flow irgendwie Azure Functions aufruft und letztendlich auf die Art und Weise da Arbeitsräume erzeugt werden. Das ist grundsätzlich auch nicht schlecht, aber es ist eben so, man wird feststellen, dass die Details sehr viel Mühe machen. Da auch das Microsoft PnP Framework, was also gerne verwendet wird, was also viele Dinge ganz gut regeln kann, ist mitunter richtig zickig. So einfach ist das also letztendlich auch nicht, dass man es einfach anwendet und dann ist das Thema erledigt. Und der Support und die Weiterentwicklung sind also auf Jahre hin ressourcenintensiv. Ich denke, dass eine fertige Lösung wie der QuasiTrack Provisioner den Gesamtprozess hier wirklich schneller machen könnte. Man muss natürlich auch sagen, dass jahrelange Erfahrung, ich mache das seit 2012 im Grunde genommen, sich nicht in Wochen irgendwie aufholen lässt. Das sind also viele Nicklichkeiten, die dadurch entstehen. SharePoint und Microsoft 365 sind komplexe Systeme. Man muss viel testen. Es gibt viele Dinge, die einfach so nicht gehen, die man irgendwie umschiffen muss. Es sind letztendlich die bekannten Probleme der Softwareerstellung. Anzumerken wäre, dass individuelle Erweiterungen, um die es viele Kunden geht, dass die einfach Spezialanforderungen haben, durchaus auch in das QuasiTrack Provisioner Produkt einfließen könnten. Ich habe das in 8 Jahren Provisioner-Thema also häufig gehabt, dass Kunden sagen, okay, wir haben die und die und die relativ spezielle Anforderungen für das Deployment. Ich habe die dann in der Tat in das Produkt einfließen lassen, weil es häufig Dinge sind oder Anforderungen sind, die für andere Kunden auch durchaus interessant sein könnten. Das Produkt wächst und entsteht. Ich kann natürlich an dieser Stelle nicht versprechen, wirklich alles und jedes einbauen zu können, aber es ist eben so, ich bin mit dem QuasiTrack Provisioner-Produkt sehr offen, was irgendwelche Ideen für neue Features betrifft, weil die, was für den einen Kunden interessant ist, für den anderen Kunden wahrscheinlich auch wirklich ein spannendes Thema sein könnte. Die Designziele vom QuasiTrack Provisioner, also von meinem großen 2019 begonnenen Provisioner Refactoring, sind auf der einen Seite, dass das ganze Ding einfach zu bedienen ist. Es ist neben dem einfachen Bedienen gleichzeitig natürlich die Anforderung gewesen, dass es in komplexen Szenarien einsetzbar ist, wo es zum Beispiel um mehrstufige Deployments geht, wo letztendlich zum Beispiel Ordner und Document-Sets individuelle dynamische Namen brauchen, die innen drin angelegt werden sollen. Was wir das Thema haben, dass wir dynamische Links in der Navigation brauchen oder in Webparts, zum Beispiel um Power Apps oder Power BI Darstellungen zu machen. Wir brauchen dynamische Berechtigungen und vieles andere mehr.
Das weitere Designziel ist, das hatte ich ja schon erwähnt, die Betreuung des gesamten Lifecycles, also von der Erzeugung der Website oder des Arbeitsraums, wie über Umbauarbeiten, die eventuell anfallen könnten, dass sie zum Beispiel Webparts einfügen möchten oder wie auch immer, bis hin zur Archivierung. Und natürlich ist es im Jahr 2020 ganz dringend notwendig, auch individuelle Microsoft 365-Funktionen wie die Integration von Teams oder den Umgang mit Retention-Labels einzubauen. Zu erwähnen wäre, dass letztendlich der CozyTrack Provisioner auch mit normalen SharePoint-Versionen, also mit On-Prem-SharePoint-Versionen funktioniert. Ich supporte 2013, 16 und 19 und natürlich das ganze SharePoint Online, die ganze SharePoint Online-Welt. Der Standardprozess der Vorgehensweise, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten wollen, ist im Grunde genommen, Sie gehen hin, erzeugen eine oder auch mehrere Websites als Vorlagen. Die Vorlagen passen Sie so an, wie Sie sie haben wollen, von den Seiten, von den Pages, die Sie haben möchten, über Dokumentbibliotheken, Listen, alles, was Sie brauchen und einfügen wollen und Navigation, Gestaltung, irgendwelche optischen Dinge, wie auch immer. Dann erfassen Sie das, das ist der Capture-Vorgang. Sie erfassen die Vorlage, also machen Capture-Vorgang, können optional die Vorlage noch modifizieren. Da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Und dann können Sie die Arbeitsräume individuell, können Sie die Arbeitsräume aus dieser Vorlage erzeugen. Für die Erfassung der Vorlagen das kann man mit dem grafischen Werkzeug machen. Das ist der CozyTrack Provisioner Cockpit. Ich habe hier mal ein Foto von dem CozyTrack Provisioner Cockpit gezeigt. Aufgeklappt. Das ist im Grunde genommen eine Windows-Anwendung. Windows-Anwendungen haben für solche Fälle etliche Vorteile, weil die Informationsdichte durchaus sehr kompakt werden muss an einigen Stellen. Und im Grunde genommen können Sie mit dem Cockpit, mit dem CozyTrack Provisioner Cockpit, zunächst mal viele Aufgaben erledigen, das Ding grundkonfigurieren, einstellen, woher letztendlich seine Arbeitsaufträge ziehen soll und haben dann auch die Möglichkeit, eben die Vorlage, Sie sehen die Registerkarte Vorlage, die hier auf dem Screenshot einfach zu erfassen. Dann rappelt der irgendwie ein, zwei Minuten rum und hat die Vorlage dann erfasst und hat daraus eine Konfigurationsdatei erzeugt. So, das heißt optimalerweise oder im einfachsten Fall, wenn Sie keine weiteren komplexen Anforderungen haben, brauchen Sie den CozyTrack Provisioner Cockpit eigentlich gar nicht zu verlassen und können alles oder vieles letztendlich aus dieser Oberfläche steuern. Jetzt ist die Frage natürlich, wie das Deployment an sich funktioniert. Wenn Sie die Vorlage haben, ist das ja nur der eine Schritt. Aus der Vorlage wollen wir Arbeitsräume erzeugen und die müssen irgendwie beauftragt werden. Der einfachste Fall, oder ich habe hier drei Varianten vorgesehen, der einfachste und gleichzeitig das flexibelste Verfahren ist die Arbeit mit der Raumliste. Unter einer Raumliste, ich gehe mal hier weiter einen Schritt weiter, unter einer Raumliste stelle ich mir einfach eine SharePoint-Liste vor, in der letztendlich alle Arbeitsräume definiert sind, aufgeführt sind und Sie können also einen Arbeitsauftrag für CozyTrack Provisioner dadurch erstellen oder zusammenstellen, dadurch, dass Sie also in einen Eintrag in der Raumliste vornehmen. Und Sie sehen, ich habe hier in dieser gezeigten Raumliste jede Menge Parameter, die man ausfüllen könnte in der Raumliste. Und da ist es eben so, dass anhand dieser Parameter der Auftrag für CozyTrack Provisioner gesteuert werden kann und individualisiert werden kann. Das kann hingehen bis zu Berechtigungen, irgendwelchen Default-Werten, die gesetzt werden. Sie sehen, unten ist so ein Team-Deploy-Schalter. Da können Sie im Endeffekt sagen, er soll also auch ein Team damit erzeugen und so weiter und so fort. Und Sie haben dann die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie so eine Raumliste sowieso haben, diese Raumliste auch durch Filterfunktionen als Navigationshilfe für Ihre Anwender verwenden könnten. Ich gehe nochmal zurück. Der einfachste Fall ist also die Raumliste und das ist eigentlich auch das flexibelste Verfahren, das ich meistens empfehle, wo dadurch, dass Sie da auch einen Prozess dran bauen könnten, Sie könnten zum Beispiel sagen, der Benutzer kann über Microsoft Forms zum Beispiel die Anforderungen von so einem Raum anfordern. Da lassen Sie einen Flow losrappeln, der letztendlich diesen Listeneintrag genehmigt. Wenn der genehmigt ist, geht der CozyTrack Provisioner hin. Über eine Camel Query kann der letztendlich sehr fein gesteuert, können Sie sehr fein gesteuert festlegen, was er abgreifen soll. Und es ist eben so, dann würde der CozyTrack Provisioner hingehen und zu diesem Listenelement aus der Raumliste den entsprechenden Raum anlegen und dann eben die Rückmeldung in der Liste durchführen und sagen, er hat es erledigt. Der zweite Weg, wenn Sie nicht über so eine Raumliste arbeiten können, ist, Sie können das ganze Ding natürlich aus Workflows
aus Formularen, aus Drittsystemen aufrufen, weil der CozyTrack Provisioner eine Webservice-Schnittstelle hat, wo Sie einfach sagen können, hier kommt ein Auftrag, lauf los und tu es. Und die dritte Möglichkeit ist, Sie können also mein CozyTrack Migrate einsetzen. Migrate ist also im Grunde genommen, wie der Name ja schon sagt, Migrationswerkzeug, mit dem Sie letztendlich von A nach B beliebig modifiziert auch bezüglich Inhaltstypen, Inhalte hin und her schieben können. Und das CozyTrack Migrate kann also auch zum Beispiel den Provisioner steuern und sagen, okay, ich habe also einen Ablageort und der soll letztendlich in eine neue Team-Website überführt werden, und da ist es eben so, dass CozyTrack Migrate hingehen könnte und sagen könnte, es holt sich den Auftrag, legt über den Provisioner den Arbeitsraum an und füllt ihn dann mit den Daten, die migriert werden sollen. Komplexeres Szenario, aber das ist grundsätzlich auch möglich und machen das auch etliche Kunden von der Verwendung. Wenn Sie die Konfigurationsdatei erstellt haben, hätten Sie die Möglichkeit oder haben Sie die Möglichkeit, dass Sie auch beliebige Anpassungen für das Template und auch für die Auftragsdetails in der Steuerdatei ausführen können. Die Steuerdatei ist eine XML-Datei, wie Sie hier sehen. Sie müssen jetzt keine Angst haben. Sie brauchen nicht um jeden Preis in diese Steuerdatei reinzugehen und sich mit der Steuerdatei zu beschäftigen. Es gibt aber etliche Sachen in komplexen Szenarien, die nicht unbedingt mit dem Cockpit konfigurierbar sind, weil das im Grunde genommen viele Fälle natürlich gibt, die einfach textuell vielleicht einfacher zu erfassen sind, als wenn man das versucht, irgendwie eine grafische Oberfläche zu quetschen. Das heißt, die Regel ist eigentlich, dass man die grundlegenden Sachen grafisch mit dem CozyTrack Provisioner Cockpit machen kann. Wenn Sie komplexe und komplexeste Anforderungen umsetzen müssen, dann können Sie in das können oder müssen Sie, je nachdem, wie Sie es formulieren möchten, in die Steuerdatei rein. Das ist eine klare strukturierte XML-Datei. Das ist also durchaus überschaubar, was man da machen muss. Aber es sei mal darauf nochmal darauf hingewiesen, in der Steuerdatei rumzuprutschen ist optional. Das heißt, Sie müssen sich damit nicht beschäftigen. Sie können da natürlich tief einsteigen. Sie können natürlich auch einfach über den Support gehen. Dann helfen wir Ihnen letztendlich damit, das richtig einzustellen und zu pflegen. Der zweite Schritt oder eine weitere große Möglichkeit, was viele Kunden gerne nutzen, ist das ganze Thema Live-Templates. Prinzipiell ist der Fall, den ich gerade beschrieben hatte, ja, Sie erzeugen eine Vorlage, Sie erfassen die Vorlage, Sie deployen die Vorlage. Das bedeutet, dass Sie im Grunde genommen die Vorlage statisch haben. Wenn Sie häufig an den Vorlagen was ändern müssen, können Sie auch über Live-Templates gehen, und das bedeutet, dass CozyTrack Provisioner vor jedem Deployment das Template frisch erfasst. Etwaige Modifikationen, das heißt, wenn Sie in dem Template Änderungen gemacht haben, können Sie aber trotzdem anwenden. Ich habe Ihnen das hier mal dargestellt. Sie können in der Konfigurationsdatei über XPath-Queries in dem Template beliebige Änderungen durchführen. Das heißt, ich ziehe letztendlich hier zum Beispiel das Feld DLC Doc-ID, was aus ein paar technischen Gründen schwierig im Provisioning ist, raus und sage ganz einfach, das soll gelöscht werden. Das heißt, CozyTrack Provisioner würde vor dem Deployment das Template erfassen, weil in dem Original-Template in der Vorlage diese Felder drin sind, müssen die irgendwie rausgezogen werden, und über diese XPath-Query kann das einfach eliminiert werden. Und so können Sie beliebige Änderungen, die Sie in dem fertigen Template eigentlich einmal durchgeführt haben, persistent machen, sodass die bei Nacherfassungen oder bei Neuerfassungen auf jeden Fall auch immer wieder mit dabei sind. Dieses Live-Template-Verfahren funktioniert nur in der Ultimate Edition. Die Ultimate Edition und Standard Edition zum Vergleich erzähle ich ein bisschen später noch was. Das heißt, wir haben auf jeden Fall das ganze Thema Live-Templating so abgearbeitet oder umgesetzt, dass Sie nicht irgendwie plötzlich jedes Mal, wenn Sie ein Live-Template ziehen oder ein neues Template ziehen, da irgendwelche Änderungen nacharbeiten müssen und die Sie machen müssen. Das wäre sehr lästig. So, ich habe also Ihnen ein paar weitere Features nochmal hier aufgeführt, einfach um da mal ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, dass wir also mit dem Produkt also durchaus sehr nah an der Praxis sind oder maximal nah an der Praxis sind. Ich glaube, dass bei diesen Dingen, die ich Ihnen aufführe, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, schon viele von Ihnen sich wiedererkennen werden, was man machen muss. Wir können natürlich beliebige Seiten erzeugen. Bei den Pages beherrschen wir, dass wir mit dem Provisioner moderne Seiten erzeugen können, was sicher das wesentliche Thema ist. Wir haben aber auch durchaus die Anforderung immer wieder, dass Classic Pages erzeugt werden müssen, einfach weil das vielleicht langlaufende Projekte sind. Und es ist auch möglich, Classic Publishing Pages zu erzeugen.
Wir können natürlich Webparts und Add-ins einfügen, konfigurieren. Wir können dynamische Berechtigungen setzen in Abhängigkeit von Auftragsdetails. Der Auftrag ist immer, erzeuge einen Raum. Und bei diesem Auftrag erzeuge einen Raum könnte es natürlich auch sein, dass Sie sagen, okay, die und die und die Leute müssen darauf zugreifen, alle anderen nicht. Wir haben die Inhalte von Listen- und Dokumentbibliotheken, die wir einpflegen können. Also Sie können zum Beispiel Linklisten erstellen oder Dokumente in Dokumentbibliotheken schon von vornherein einpflegen. Zum Beispiel, wenn in einem erzeugten Raum immer eine bestimmte Grundmenge von Dokumenten einfach schon vorhanden sein soll. Dieses Erzeugen von Listen- und Dokumentbibliotheken geht auch im Live-Betrieb. Das heißt, ich kann also auch hingehen und sagen, dass wir gerne beim Erzeugen von einem neuen Raum erstmal kurz in den Ablageort gucken sollen, wo dann daraus gelesen wird, okay, das sind die Dokumente, die da im Moment drin liegen, die kommen rein. Wenn beim nächsten Mal mehr oder andere Dokumente drin sind, sind die auch direkt drin. Wir können dynamisch Ordner und Dokumentmappen erzeugen. Dynamisch heißt Name und Metadaten in Abhängigkeit von den Auftragsdetails. Das gleiche gilt für die Navigation. Das gleiche gilt für die Konfiguration der Webparts. Zum Beispiel, ich hatte das Beispiel ja schon genannt, wenn Sie also Power Apps, die individuell für einzelne Arbeitsräume sein sollen, oder Power BI-Berichte, die ganz individuell zu definierende Berichte ziehen sollen oder parametrisiert werden sollen, kann man das also durchaus bei der Erzeugung des Raums anpassen und einstellen. Und vieles andere mehr, was hier nicht aufgeführt ist, angefangen von Standardwerten über Modifikation von Inhaltstypen, da geht viel. So, wenn man über komplexe Szenarien nachdenkt, haben wir da natürlich auch viele Möglichkeiten mit dem Produkt. Das Produkt ist einfach an Kundenanforderungen gewachsen seit 8 Jahren sozusagen. Und wir haben zum Beispiel bei den mehrstufigen Deployments Website-Sammlungen mit Unter-Websites. Das heißt, in einem Arbeitsgang soll also eine komplette Website-Sammlung mit einer Root-Website und zwei Unter-Websites erzeugt werden. Das kann man machen. Sie können auch hingehen und nachträglich Unter-Websites hinzufügen. Sie können Navigationsanpassungen in inhaltlich übergeordneten Website-Sammlungen machen. Zum Beispiel, Sie haben eine Website-Sammlung für den Kunden und N-Website-Sammlungen für Projekte des Kunden. Dann können Sie hingehen und in der Kunden-Website-Sammlung auch die zugeordneten Projekte in der Navigationsliste oder in die Navigation selbst eintragen. Das ganze Ding kann natürlich mit Hub-Sites umgehen. Da haben wir also viele Möglichkeiten, was ansonsten noch geht. Und ich glaube, auch sehr wichtig sind diese dynamischen Objekte, wo Sie Berechtigungen, Elemente, Konfigurationen, Navigationseinträge, Default-Werte, Berechtigungen in Abhängigkeit von dem Deployment-Auftrag anlegen können. So, wenn man zu den Office 365-spezifischen Dingen kommt, haben wir natürlich auch das Thema, dass wir also Teams erzeugen oder ein Teams-Team erzeugen können. Wir haben also die Situation, dass der Arbeitsgang so aussieht, Sie würden also zuerst die SharePoint-Website erzeugen oder beziehungsweise Sie würden einen Auftrag erteilen, der die unterliegende SharePoint-Website erzeugt, und dann würde er daraus ein Team machen. Das hat den Vorteil, dass Sie die unterliegende SharePoint-Website also beliebig anpassen können, auch mit Ansichten ausrüsten können, zum Beispiel mit Content-Types ausrüsten können und alles, was Sie sich vorstellen können. Und dann können Sie anfordern, dass er ein Team daraus macht und dem Team gemäß des Deployments-Auftrags direkt die Team-Member zuweist. Das bedient einfach den Fall, dass viele Kunden mir sagen, okay, Teams erstellen aus dem Teams-Client ist zwar ganz schön, aber die Benutzer bauen so viele Teams, dass wir das ein bisschen begrenzen möchten. Und da ist also einer der Standardwege oder Standardverfahren, sie legen einfach über ein Formular in einer Raumliste zum Beispiel den Eintrag an, sagen, da soll ein Team angelegt werden, zu dem Team sollen also Benutzer angelegt werden, vielleicht möchten sie noch Channels oder Tabs in dem Team anlegen, und dann baut ihnen der Cozy Track Provisioner die komplette Umgebung von vorn bis hinten inklusive Teams-Konfiguration fertig auf. Sie sehen hier die Teams-Konfiguration in dem Cockpit. Das kann man also auch grafisch einstellen. Das ist also relativ einfach gemacht, einfach und schnell gemacht. Und dann haben Sie ganz einfach die Möglichkeit, dass Sie also komplett in einem Arbeitsgang den hochindividualisierten SharePoint-Teil und den Teams-Teil anlegen können.
Wenn Sie über den Lifecycle nachdenken, haben wir auf der einen Seite das Umbauen von existierenden Räumen. Könnte ja sein, Sie möchten irgendwie an den Inhaltstypen was ändern oder Sie möchten zum Beispiel irgendwie weitere Webparts in die Startseite einfügen oder brauchen eine weitere Liste, die irgendwo da steht oder möchten irgendwelche Dokumente in Dokumentbibliotheken nachträglich reinwerfen. Das ist einfach das, was ich unter Umbau von existierenden Räumen verstehe. Technisch ist das ein zusätzlicher Provisioning-Prozess, den Sie einfach nochmal darüber anwenden. Wenn das Projekt abgeschlossen ist oder die Akte geschlossen wird oder je nachdem, wie Sie Ihr Element nennen, dann könnte es natürlich sein, dass es archiviert werden soll. Und Archivieren in Microsoft 365-Umgebungen geht optimal einfach dadurch, dass man Retention-Labels setzen kann. Die Retention Labels, das können Sie hier auf dem Screenshot aus dem CozyTrack Provisioner Cockpit sehen, können regelbasiert definiert werden. Es kann ein Standard-Label geben, was Sie setzen können und Sie können also dafür sorgen, dass Sie zum Beispiel in Abhängigkeit vom Inhaltstyp oder von der Bibliothek auch noch spezielle andere Retention Labels setzen können. In dem Beispiel auf dem Screenshot sehen Sie zum Beispiel, ich habe ein Standard-Label gesetzt, was also 10 Jahre Aufbewahrung fordert und wenn Sie den Inhaltstyp E-Mail haben, die UBB-E-Mail heißt der Inhaltstyp bei mir, dann können Sie sagen, das wollen Sie aber zum Beispiel 15 Jahre aufheben und das E-Mail kennzeichnen. Da sind Sie ganz flexibel, da haben wir also einfach alle Möglichkeiten, die die Retention-Labels bieten und können das einfach setzen. Ja, Sie könnten prinzipiell Retention-Labels auch mit Bordmitteln automatisch setzen lassen von Microsoft 365. Das ist aber ungleich komplizierter, Regeln zum automatischen Setzen zu bauen. Das geschieht da suchbasiert im Allgemeinen. Das funktioniert auch. Das sind aber die Dinge, wo es dann eine Woche dauert, bis das umgesetzt wird. Und so ist es mit dem Provisioner einfach viel einfacher. Das ist auch die Funktion, weshalb die auf etliche Kundenwünsche hin irgendwann mal eingebaut worden ist. Und wir können also auch Teams deprovisionieren. Das heißt, wir haben das Thema, dass wir ein Team erzeugen können zu einer SharePoint-Website oder Website-Sammlung oder einer Office 365-Gruppe. Das haben die Leute dann auch in ihrem Teams-Client in der Übersicht. Und wenn das Projekt archiviert wird, kann der Provisioner auch hingehen und dieses Teams-Team wieder zurückziehen, dass letztendlich die Teams-Clients nicht irgendwann unendlich groß werden, unendlich viele alte Projekte haben. Das kann man auch individuell im Arbeitsauftrag eintragen, ob er das tun soll bei den individuellen Dingen und so weiter und so fort. Da haben Sie viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich Ihnen eigentlich schon viel mehr erzählt, als ich eigentlich in diesem kurzen Überblick erzählen wollte. Jetzt wird natürlich die Frage kommen, wenn Sie sagen, das hört sich eigentlich ganz interessant an und Sie können sich das vorstellen, dass es in Ihrer Umgebung passt, wie wir weitermachen. Sie können von dem Provisioner gerne eine kostenfreie Teststellung bekommen oder selbstverständlich können Sie eine kostenfreie Teststellung bekommen. Zu dieser Teststellung gehört auch eine circa zweistündige Einweisung, damit Sie direkt einen guten Start mit dem Produkt haben. Denn ich hatte zwar gesagt, es ist eigentlich im Grunde genommen einfach zu bedienen, aber es ist trotzdem ein komplexes, mächtiges Produkt und da ist es mir einfach wichtig, dass wir also einmal gemeinsam die Anforderungen anschauen, über die Anforderungen drüber gehen und einfach letztendlich da einen guten Start mit dem Produkt dadurch realisieren, dass wir es einmal gemeinsam machen und dann können Sie natürlich gern alleine weiterarbeiten und testen und machen und sich davon überzeugen, dass das Produkt hoffentlich passt. Wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen über die Lizenzierung sprechen. Ich glaube, dass das CozyTrack Provisioner Produkt verhältnismäßig preisgünstig angelegt ist im Vergleich zu Punkt A zu Mitbewerbsprodukten und Punkt B auch ganz bestimmt im Vergleich zum Selbermachen. Wir haben die Standard Edition und die Ultimate Edition. Die beiden Editions unterscheiden sich vor allen Dingen dadurch, dass die Ultimate Edition das Live Capturing unterstützt, mehrstufige Szenarien unterstützt und diese Microsoft 365 spezifischen Funktionen, die sind alle gemeinsam oder die sind also die Spezialität von der Ultimate Edition. Die sind alle gemeinsam in der Ultimate Edition vorhanden. Da ist es so, da können sich, haben Sie einmal ein Gefühl, wo wir preislich mit rauslaufen. Wir haben also keine Lizenzierung an auf Basis, wie viele Benutzer sind es oder wie groß ist die Umgebung. Ich sehe einfach entweder die SharePoint Farm oder den Office 365 bzw. Microsoft 365 Tent als zu lizenzieren. Wie viel Sie mit dem Produkt tatsächlich machen, ist dann unerheblich. So, und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, wenn das ganze Thema sich für Sie spannend anhört, sind Sie gerne eingeladen, sich bei mir zu melden. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe einmal die
Website oder die öffentliche Website von dem Cozy Track Provisioner aufgeführt. Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schreiben oder wir können auch gerne telefonieren, um letztens einmal über die Anforderungen zu sprechen und überlegen, wie wir vorgehen können. An der Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich, da ich also ja hauptamtlich Berater, Consultant im Microsoft 365 und SharePoint-Umfeld bin, Ihnen natürlich auch für alle anderen Fragen, nicht nur für Cozy Track Provisioner oder für die Cozy Track Produkte oder Trackpad zur Verfügung stehe. Wenn Sie allgemein Fragen haben, Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte gerne an mich. Sie erreichen mich unter den hier eingeblendeten Kontaktdaten. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es für Sie interessant gewesen, was Sie gesehen haben und würde mich sehr freuen, von Ihnen Gelegenheit zu hören. Und bis dahin verbleibe ich, Ihr Ulrich Boddenberg.